Ach Gott, ey. Also es gab, wie gesagt, früher die X-Factor-Folge Rote Augen. Und die war schon ziemlich strange gewesen, muss man sagen. Das war, glaube ich, tatsächlich die einzige Folge, die gruselig war. Alles andere war ja so, ja, unheilvoll, aber halt nicht gruselig. Vor allem alle Affen weg, ja? Das gesamte Spielfeld war clean und der Spielabsturz. What? What? Gibt es eine maximale Affenzahl? Eigentlich nicht, Garlof, eigentlich nicht. Sandbox, danke sehr. Ich hab's schon wieder vergessen. So, wir wollten probieren, ob der 500. Eigentlich habe ich jetzt wahrscheinlich schon mal Turmvorstellungsvideos gemacht, aber. Oder in diesem Guide, wer Dings kaputt machen kann. Ja, tatsächlich. Er übernimmt. Er macht sogar die Tarnfähigkeit weg. Er hat tatsächlich einen Schimmer. Faszinierend. Er hat also ohne. Ja, 500 reicht aus. Ohne den Zweier-Skill. Ja, guck dich das an, ja. Also der Erzmagier. Man kann es tatsächlich. Also, man könnte es machen. Ich finde aber, der untere Zweig ist trotzdem besser. Feuerkugel, okay. Aber ich finde, intensive Magie ist einfach schöner. Ja, sie machen einfach viel mehr Schaden. Ihr seht hier die ganzen DDTs. Das ist einfach mal voll für den Arsch. Wir können auch Affensinn machen, da kann jetzt jederzeit angreifen. Dann ist er nicht da auf den Schimmer angewiesen. Wenn jetzt einmal 50 reinhauen, müssen wir trotzdem gewinnen. Oder? Ja, bestimmt. Also, wenn ihr Probleme mit DDTs habt, zieht euch einen Erzmagier rein. Ja, der kann wahnsinnig viele Popcorns, wahnsinnig Links killen. Tschick, alle weg. Und was wir noch machen wollten, ist der Klebstoffschütze. Oh, zu viele. So, kein Damage. Doch, da macht auch schon Schaden, okay. Macht noch mehr Schaden. Und jetzt. Naja, in 2 Sekunden ist natürlich übertrieben. Ich denke, wir werden tatsächlich. Also, man müsste hier tatsächlich den Zweig nutzen. Machen wir mal 50 Moabs. Ja, jeder kennt rote Augen, fand die nie wirklich anstrengend. Alter, wie alle verklebt werden. Ist ja abartig. Handy wurde gelöscht. Mein BT5-Account am Handy wurde gelöscht. Dann einfach neu verbinden mit deinem Ninja Kiwi-Account oder mit dem Cloud-Account. Hätte ich an meinem Motorrad festgehalten, wäre mein rechtes Bein komplett zerquetscht worden und mein linkes Bein wäre abgerissen worden. Ich wäre wahrscheinlich im Unfall auch verblutet. Das ist ja total abartig, Fabi. Die Entscheidungen, die wir treffen, prägen unser Leben. Ja. Genauso auch, wie wir hinfallen, wie wir fahren, wie wir uns verhalten. Moinsen Rabbit. Der Magier ist doch viel zu OP jetzt mal for real. Ist so, ne? Die Ballons sind auch später und stärker als in den ersten, beziehungsweise die ersten, wo sie erscheinen. Das können wir auch testen. Können wir mal Runde 400 simulieren? Großtropfen war es, war. So, hier Runde 400. Zack. Huch! Nein, sie sind dann also. Ja, genau! ja, ist klar, ne? Oh Mann, ey. Na, maximale Runde 472 hatte ich gehabt. Wenn wir 500, dann müsste er auf 472 hängen bleiben. Ein Wehr. Also von einer Sekunde sind die einfach mal durch, die Wehr-DDTs. Das ist das Kranke. Uff. Hi, Tanja. Vor allem, wie schnell die Moabs auch sind. Crazy, ne? Da sinkt unser Leben. Nium. 60.000 Leben zieht mir ein BFB, ein Bearbat ab. Gut, wir machen also mit Singleplayer. Es tut mir leid, Leute, ich kann leider keinen Koop machen. So leid es mir tut.
Ich hätte mal Lust auf eine Runde Chimps, Leute. Wir ja, machen mal Chimps. Damit wir nämlich auch auf Parkweg den schwarzen Medaille haben. Voll schwach bin bei 124, das kennt ihr ja gar nichts. Ist so. So. Chimps, Leute. Chimps. Köstliches Chimps. Ich glaube, mit Ninja-Affen hat es nicht viel gebracht. Ne? Ich musste, glaube ich, mit Wurfpfeilaffen starten. Ausrufzeichen Schimpansen oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Na, das bedeutet Chimps, Leute, steht im Chat. Die härteste Herausforderung im Spiel, kein Affenwissen, kein zusätzliches Geld. Chips, nicht Chimps. Keine Kräfte, keine Insta-Affen, kein Fortsetzen, kein Verkaufen, kein doppeltes Geld. Und wir beginnen in Runde 6. Das ist schon manchmal einfach ziemlich abartig. Aber ich denke, auf Parkweg sollte das kein Problem sein, weil die Map irre lang ist. Ausrufezeichen Koop Thorny, da ist der Discord-Server verlinkt. Ich habe es leider nicht per Discord-Befehl dran. Wir werden, denke ich, auf... Helikopter hat ja nicht funktioniert gehabt. Wir werden auf den Erzmagier wieder gehen. Oder 63 viel schwerer. Ist so. Servus Raphael, mir geht es super und dir? Ich muss gleich wieder an Raffaello denken. Soll ich mir Raffaellos heute noch kaufen? Da steht Pickup drauf und wenn ich einfach Raffaello dazu schreibe, dann kaufe ich mir Raffaellos. Raffaello. Hier hin oder hier hin? Machen wir hier hin, Mann. Kennst du es auch aus Musikkreuz? Was? Wie bitte? Hi, Hyper Maxi, verstehe ich nicht. Hattest du schon mal Brawl Stars gespielt? Habe ich gemacht? Ich gebe dir hier gerne meine Gesamtangespieltliste. Da sind über 1600 Angespielte drin. Einfach mal nach Brawl Stars suchen. Wo bekommt man zweifaches Geld, wenn du dir mit 16 Euro den doppelten Geld, den Geldverdopplungsmodus kaufst, Babette? Dann hast du doppeltes Gold. Kennst mich noch? Na sicher, Hyper Maxi, na klar. Raffaellos, bäh? Ach, es ist Lord Vater. Ist ja gar kein Geschmack. Nicht so viel ungesund, das ist nicht gut für dich, das stimmt tatsächlich, aber man lebt halt nur einmal, ne? Man lebt nur einmal. Hehe. Gut, dass ich hier nochmal Affenwissen gemacht habe, sonst hätte ich jetzt verloren. Sind das die Dinger mit Kokos? Richtig. Schöne Kokoscreme. Ja. Mit einem Kern in der Mitte. Ich weiß gar nicht, was ist das? Ein Kokoskern? Nee. Glaube ich, gibt's gar nicht. Mach Comanche-Taktik. Mit Comanche habe ich hier auf Chimps geschafft. Das Problem ist für mich immer die... Habe ich das nicht schon mal gespielt, das Spiel? Also hier auf den ganzen... Ich guck mal ganz kurz. Schimpansen. Ich bin der Meinung, ich habe das mal gespielt gehabt, aber irgendwo habe ich verloren gehabt, weil ich nicht daran gedacht habe, dass die kleinen Ads kein Dings mehr kaputt machen können. Keine Tarns mehr kaputt machen können. Ah, das ist auch flussabwärts gewesen, ne? Nee, auch nicht. Irgendwo habe ich schon mal gemacht. Ich glaube, ich habe Parkweg schon mal versucht, aber habe verloren. Warst du mal beim Oktoberfest? Nö, habe ich auch irgendwie nicht so Interesse dran, ehrlich gesagt. Tag Joker, moin Zakin. Hast du alle Mobile Games durchgespielt? Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Pokers finde ich nicht so. Ja, musst du auch nicht. Mehr bleibt für mich übrig. Mandelkern, danke sehr. Danke, danke. Raffaello Knoppers Sommer Edition ist besser.
Knoppers ist an sich ziemlich geil. Knoppers ultra lecker. Krieg ich noch 5 Runden bis 10.800 Gold? Ich meine, ist meine halbe Welt ein einziger Mod? Nö, es gibt noch mehr, aber die sind meistens nicht da. Aber derzeit brauche ich auch keine Mods. Ich kann das auch sehr gut alleine moderieren. Jeder Magier zwei Kantan sehen, 5005 Magier selbst und der 05 mit den Feuerkuchen schießt. Okay. Naja, der Magier ist schon eine ziemlich geile Sau. Welche YouTuber schaust du so? Ich schaue gar keinen. Also Cold Mirror schaue ich. Tatsächlich. Die zeichnen immer super viel. Und das gefällt mir immer sehr gut. Kannst du bitte Pionier machen? Das ist Chimps. Ich möchte hier ungern Pionier benutzen. Ich finde den einfach nicht. Ich finde den nicht so gut. Tja, leider sind die 10.800 leider nicht in Reichweite, ne? Schade. Oder? Na. Hab ich verloren? Na, noch nicht ganz. Ich denke nicht. Denke ich? Hab ich verloren? Keine Ahnung. Safe, easy going. Wie findest du Toffifee? Na, das mag ich zum Beispiel nicht so. Ich liebe Duplo, ich auch. Ich habe Duplo im Kühlschrank. Mm, schönes, dickes, fettes Big Pack mit 18 Riegeln oder so drin. Ja, man lebt nur einmal, aber zu viel Süßes, gleich Diabetes, gleich dümmeres Leben. Naja. Muss ja nicht übertreiben, ne? Hi, Mikeato. 6 PP, aber... PB, aber kein League-Gameplay, das läuft da schief. Ich habe genug League of Legends auf meinem Kanal, The Cake Behind You. Über 3000 Folgen League of Legends, viel Spaß beim Angucken. Snickers am besten, habe ich ja auch eins. Ich habe hier einen Snickers. Wo ist es? Da ist es. Hält ihr das? Mmh, Snickers. Ich habe mir übrigens, es gibt jetzt von Kinderriegel, Kinderschokolade, gibt es derzeit so eine Aktion, dass du dir ein eigenes Pixie-Buch designen kannst. Ne? Pixie-Buch ist halt also für Kleinkinder zum Vorlesen. Ne? Schön gemacht. Und da kannst du das personalisieren. Das heißt, auf dem auf dem Pixie-Buch ist dann halt der Name des Kindes drauf, den man halt auswählen wollte. Und du kannst halt eine Geschichte aussuchen und den kannst dann so ein bisschen personalisieren, den Charakter, um den es geht. Und ich habe mir tatsächlich beide Pixie-Bücher bestellt. Also es ist auf leider zwei Bücher pro Teilnehmer begrenzt. Du kriegst aber kostenlos zugeschickt, voll cool. So ein Pixie-Buch kostet bestimmt sonst 1 Euro oder so. Ja, mega nice auf jeden Fall. Das heißt, ich krieg zwei Pixie-Bücher demnächst, die ich an die Kinder verschenken werde. Genau, doppeltes Geld, also den Geldverdoppelungsmodus, der kostet 16 Euro. Den muss man kaufen. Oh hell, da hab ich was nachzuholen. Tumor Cake Behind You. Ich kann dir auf jeden Fall meine Troll-Games empfehlen. Wo wir rumgetrollt haben. Das war sehr witzig gewesen. Die Map war, glaube ich, auf Chimps mit Großmeister. Das ist richtig, ja, Shinobi, genau. Wir haben es versucht mit Shinobis. Und irgendwie hat es nicht richtig funktioniert. Keine Ahnung warum. Man lebt mehr als einmal. Warum glaubt jeder, dass man nur einmal lebt? Man lebt einmal. Jetzt, wenn ich es sage. Mit meinem Körper lebe ich nur einmal. Ja. Schließlich verbrauche ich ja meinen Körper und nicht meinen Geist, lieber Melero. Vielen Dank, Thorny, für deinen 2 Euro Super Chat. Cooler Typ. Gibt es hier noch andere, die nach 3 Minuten denken, uff, schon zu hart geschmolzen? Alter, überlebt ein Duplo ernsthaft 3 Minuten bei dir? Bist aber ein langsamer Esser. Hi Steffi. Hi Steffi. Na, ich hab auf klug. Na, kann man machen. Ach so, Raphael, alles klar. Okay.
Das letzte von Bodybuilding bin ich, mag ich nicht. Also ich gehe dem nicht nach und, aber ist mir auch egal, was die anderen machen. Jeden Stream eine Doni. Nicer Typ. Hast du schon mal Dragon City gespielt? Bestimmt. Wie gesagt, ich gebe dir hier mal eine komplett angespielte Liste. Gucke sie bitte nach. Ich kann nicht jede einzelne App mir merken. Dafür habe ich die Liste schließlich gemacht. Dass du dort nachgucken kannst, ohne mich fragen zu müssen. Ich sehe, du gehst den oberen Weg beim Zauber. Ich weiß nicht, ich bin immer bei der Mitte. Mag den Phönix HS, der andere besser. Ich finde schon, dass der Erzmagier besser ist. Der Phönix ist natürlich auch schön, aber er kostet 64.000. Den kann ich mir nicht leisten in Chimps. Nee, das ist viel zu teuer. Kann man sich nicht leisten. Was machst du mit deinem Darfeilaffen? Bleib einfach stehen. Mit dem mache ich nichts mehr. Mach mir gerade einen Mikrowellen-Curry. Kotz wirkt, dann lieber eine Currywurst selber machen. Schön Wurst. Was heißt Currywurst selber machen? Wurst in die Pfanne und dann eine schöne Currysoße dazu machen. Mikrowellen-Currywurst. Kotz wirkt. Sorry. Spiel mal Mario Kart Tour an. Mario Kart Tour funktioniert leider auf BlueStacks. Nee, also ich kann mir keinen Nintendo-Account machen. Also ich habe einen, aber irgendwie lädt er nicht weiter. Ich weiß nicht, was für eine Fehlercode-Meldung. Guck meine Angespielte nach. Bei den Angespielten, die ich aufgehört habe oder nicht gemacht habe, da steht drin, welcher Fehlercode es gewesen ist. Also ich kann es leider nicht spielen. Pokémon Masters kenne ich gar nicht. Ich kann es dir gerne vorschlagen. Bald ganz Playstore angespielt. Das wird noch ein paar Jahre dauern oder ein paar Jahrzehnte, ein paar Jahrhunderte. Es gibt so viele Apps, die kannst du gar nicht alle anspielen. Das ist gar nicht möglich. Es kommen jeden Tag Dutzende dazu. Ja, das geht gar nicht. Machst du Currysoße selbst? Nee, aber wenn, dann würde ich sie selber machen wollen. Boah, bitte nichts Fertiges. Also, oh. Ich habe Befürchtung, dass es nicht funktioniert, oder? Na. So, ich will nochmal neu machen. Danke sehr. So, sobald ich den habe, ist eh alles vorbei. Dann ist es erledigt. Dann ist das Spiel eigentlich so gut wie gegessen. Aber die Frage ist, kommen wir zu den 34.560? Es ist knapp, Leute. Es ist sehr knapp. Ah, oder auch nicht. Ey, Parkweg ist schon so lang und es ist trotzdem schwierig as fuck, ey. Ich kann das nicht. Ich bin ein Kind. Achso, ja, du. Okay. Ich habe damals auch diesen Nudel und Nudel King gegessen. War an sich natürlich lecker, arschteuer natürlich. Aber es ist nichts im Vergleich zu einem eigen selbstgemachten, ja. Wobei, du kannst es. Selbst Kinder können kochen, ja, muss ich mal sagen. Selbst Kinder können sich Essen zubereiten. Hast du ein Tipp-Video für BTE6 schon gemacht? Ich glaube nicht, Patrick. Guck dir gerne meine Videos einfach so an. Dann gibt es genügend Tipps. Was mit deiner Nagelmaschine? Ja, die läuft so vor sich hin, wa? Ich komme halt so von der Arbeit, gucken, Brutal-Stream. Nice. Ich spiel mal Facebook an. Hab ich schon. Hab ich durchgespielt. Ich habe Mark Zuckerberg besiegt. Wolltest du dir keine Affenbank? Alter Opa, geht es nicht. Wie du siehst, hier fehlt die Affenbank. In Chimps gibt es keine Möglichkeit, extra Geld zu verdienen. Keine. Benjamin funktioniert nicht. Affenbänke funktionieren nicht. Die Fähigkeit hier, Dschungelbeute funktioniert nicht. Es bringt alles null Gold. Am Anfang konnte man tatsächlich sogar noch eine Dings bauen. Eine Affenplantage. Ganz am Anfang vom BTD6. Ey, pass auf, nicht, dass der sich die Bude abfackelt. Tja. Man muss halt aufpassen, ne? Mikrowellenessen finde ich sowieso nicht so nice, nur Popcorn. Hm. Ja, Mikrowellenessen kann auch nicht gut sein. Hi, Schrausi. Wo kann man Spiele vorstellen? Good morning, Zambi. Raphael, gebe ich dir hier im Chat. Parkweg Chimps. Wir haben nicht mal eine Mikrowelle. Ah, eine Mikrowelle ist ganz cool für die Uhr. Also
Ich habe tatsächlich bei mir in meiner Wohnung mittlerweile tatsächlich nur noch eine Mikrowelle, weil da eine Uhr dran ist. Ansonsten benutze ich die auch, ich benutze sie um, also manchmal um Essen aufzuwärmen ist es ganz okay. Nicht um Essen zuzubereiten, sondern nur um Essen aufzuwärmen. Wenn ich mir hin und wieder beim Asiaten was zu essen hole. Dann mache ich das, die zweite Portion, die ich halt beim ersten Mal nicht schaffe, weil ich es mir einfach einteile. Die packe ich dann in die Mikrowelle für eine Minute und dann ist die auch wunderbar lecker. Also ist halt auch schon fertig zubereitet, ne? Ist halt nur noch mal warm gemacht. Die Spätzle von meinem Vater sind die besten Spätzle der Welt. Die schmecken so geil. Okay, ein bisschen übertrieben, ich weiß. So leckere Käsespätzle? Hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Aber jetzt habe ich erstmal, gestern habe ich mir Sandwiches gekauft. Also Zutaten für Sandwiches. Schön Toast, also schöne Big Toast, also diese riesigen Sandwich-Toastscheiben, die einfach mal doppelt so groß sind wie normale Toastscheiben. Dann leckere Sandwich-Creme. Darauf gibt es dann eine Scheibe Käse. Darauf gibt es dann eine Scheibe Salami. Dann kommt noch etwas Gurke und Tomate drauf. Und ich hatte noch irgendwas. Ich glaube, ich hatte noch irgendwas. Naja. Oh, schlechter Baum. Ganz schlechter Baum. Magst du den Parkweg? Naja. Naja, es gibt bessere Maps, wenn nicht. Wie meinst du mit BTD 7? Viel geiler, hoffe ich. Ich kaufe Popcorn anstatt Mikrowellen-Popcorn. Ist günstiger. Das stimmt tatsächlich. MLG hat recht. Na, einfach den Mais, die Maiskörner in den Topf rein. Erhitzen. Mit ein bisschen Öl, damit es einfach nicht anbrennt. Und dann hat sich das, dann habt ihr Popcorn gemacht. Einfach noch ein bisschen Zucker drüber und fertig. Habe ich mit meinem Bruder auch schon mal gemacht. Oder mein Bruder hat es gemacht. Ich habe mich bekochen lassen. Oh, der Baum ist sehr schön. Ist wunderbar. Eieiei, kam da viel raus. Kommen aus dem ZOMG einfach viel mehr Blues raus? Meine Fresse, ey. Mach ich den Comanche-Kommandant jetzt auch noch? Hauen wir den auch noch raus, Leute? Ja, oder? Ich habe Angst. Ich muss mal langsamer machen. Der Comanche-Kommandant mit Verfolgung. Wir brauchen dafür noch 20.000 Dollar. Zwiebeln? Nee, habe ich nicht. Ich hatte gestern die Überlegung gehabt, ob ich noch Rucola kaufe. Aber dann dachte ich mir so, ich glaube, den Rucola verbrauche ich nicht komplett. Achso, Kohlrabi habe ich mir so gekauft. Kohlrabi haben wir nur so zum Futtern gekauft. Was hast du für einen Schulabschluss? Ich mache gerade mein Abi und bin in der 12. Das ist so anstrengend. Ich habe nur Realschule. Hat mir auch gereicht. Danach wollte ich einfach mal arbeiten. Wie findest du es, dass Zwölfjährige schon rauchen? Naja, da sollten die Eltern mal ein bisschen aufpassen. Wir frieren Brötchen ein, machen die so warm. Für sowas kann man Mikrowellen sogar gebrauchen. Oh, ich hab Bock auf Hackepeterbrötchen. Auf gegrillte Hackepeterbrötchen. Ah, lecker. Hi, Aziz. So, wann wirst du BT6 durchspielen? Mal gucken, Johan. Also Singleplayer wird in naher Zukunft fertig sein. Ich werde auf jeden Fall nicht Chimps auf den höchsten Runden spielen. Ich denke nicht, dass ich es hinkriegen werde. Ah, oh, das sind die kleinen Hubschrauber. Ich hasse Käsespätzle. Echt? Käsespätzle sind so lecker. Man müsste mal eigene Maps erstellen können. So sieht's aus. Ich hoffe, mit Ninja Kiwi kommen darauf die Idee, dass das eine gute Idee ist. Kann ich eigentlich irgendwo sehen, wie viel ich schon gespendet habe? Leider nicht. Müsste ich selber zusammenziehen, Tony. Das geht leider nicht. Gefallen die Werbung uns also aussehen? Naja, also am Anfang könnte man echt denken, das sind Pflaster, die sie da drum haben. Ach du Scheiße! Sorry. Das war sowas von knapp, dass ich gerade noch genügend Geld hatte. Das hätte ich jetzt verloren. Alter Schwede. Okay. Warum sind die so stark? Oder kommt mir das nur so vor, dass ich, weil ich so ein Opfer bin? Das sind doch viel zu viele Bloons, oder? Oder ist es, weil es eine schwierige, weil es eine einfache Map ist, ist es viel schwieriger?
Habe ich viel verpasst? Na, du hast eine Stunde 25 Minuten verpasst. Bestes Sandwich ist Käse, Hackfleisch, rote Zwiebeln und Soße Hollandaise. Oh, Alter, geil. Klingt auf jeden Fall sehr delikat. Und der Apache Prime. Ja, jetzt habe ich Comanche, Kommandant. Ich hab Magier und Comanche. Das soll ja wohl reichen, oder? Außerdem mit Dingens hätte ich schon verloren mit Apache Prime. Na, der Baum ist frisch. Den brauche ich nicht refreshen. Ich glaube, das hat sich nicht mehr so stark, ne, der Comanche-Kommandant. Der Erzmagier ist einfach Bombe, ey. Ah, das sind 770.000 Popcorns. Er ist so cool. Was würdest du dir für BTD7 wünschen? Eine neue Tung oder für Affe vielleicht? Alles neu. Neue Modus, neue Karten, neue Affen. Alles neu. Ich als jemand, der programmieren kann, denke, dass man dieses eigene Maps-Feature nicht so einfach umsetzen kann. Es ist halt ein Aufwand, Garlof, ne? Du musst halt einen Baukasten zusammenstellen. Das ist ja... Ninja Kiwi wird das designlich nicht anders machen. Ne? Die haben auch einen Baukasten wahrscheinlich zur Verfügung. Wo sie sagen, okay, da packe ich jetzt einen Stein hin. Da sage ich, okay, da können sie langlaufen. Ach, siehst du, was noch fehlt? Ist ein Affendorf, ey. Wachstumsblocker. Man muss halt einmalig investieren in einen Baukasten. Den Programmieraufwand. Ist halt so. Aber dann hast du kein Problem mehr mit Content. Ja. Die Minimum-Show kann keine Tarns sein, ja. Das wurde mir auch letztes Mal gesagt, als ich Großmeister Ninja und Apache Comanche hatte, dass die Dings keine Dings mehr sehen können. Ja, die Dings keine Dings mehr. Geil, oder? Geile Beschreibung. Wir werden die Permastacheln machen und dann bin ich eigentlich wieder ziemlicher Feigling mit der Taktik. Aber naja, was soll's. Dafür ein safe ist Chimps. Hi, Amigo. Meine Glue-Server hatte bis ohne 92 3 Millionen Pops. Nice. Wie ist das denn möglich? So viele Popcorns gibt's hier nicht mal. Wie kannst du so viele Popcorns gehabt haben? Ich darf nur nicht die 2 drücken. Oh. Oder doch? Oder doch. Ich hasse Chimps! Chimps ist einfach nur so ein ekelhafter Modus. Ich bin froh, wenn ich die nächste Chimps mit der fertig habe, ey. Wie gesagt, wie kannst du 3 Millionen Popcorns haben? Meine hat 1,4 Millionen. Und ich bin bei Runde 100. Außer du hast irgendwie Regrowth Farming betrieben oder so. Hi, sorry for my skill. Dim, 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 gewonnen! $300 dafür, ist das lächerlich. Dachte, du fragst nicht, waren höhere HP-Keramik, wie meinst du das? Ich schaffe nie den Bad. Oh, wisst ihr, guckt euch mal das an. Ah, schwarzer Rahmen. Oh. Ausrufezeichen Rahmen, Leute. Ausrufezeichen Rahmen. So, die ersten beiden Seiten komplett voll mit Chimps, ne? Alle sind goldrahmig. Habe ich auch schon Goldrahmen. Oh, geil. Spielst du mit BlueStacks? Wenn ja, worum geht es bei dir? Bei mir steht, dass mein Gerät nicht mit dem Spiel kompatibel ist. Kannst du mir helfen? Ich spiele das über Steam. Sorry for my skin. Rahmen, halbe Wette.